Mein Gott! Für alles hatten die alten Griechen und Römer einen eigenen Gott. Sogar für den Wein. Dionysos oder Bacchus genannt. Seit der Antike spielt der Wein auch in der Mittelmeerküche eine große Rolle. Und heute koche ich mit einem Teil, das man bei uns eher selten hernimmt. Das Weinblatt. Schubecks Mittelmeerküche. Fröhlich, leicht und sonnig, das sind meine mediterranen Gerichte. Gefüllte Weinblätter kennt man im ganzen Orient, bis nauf noch Griechenland. Meine Variante kommt aus Damaskus. Die hat mir einer meiner Köche verraten, der Sieber. Der ist nämlich aus Syrien. Und bis dato habe ich Weinblätter überhaupt nicht mehr. Ich habe gesagt, die kannst du selber essen, den Schwan da. Jetzt sind die in der Dosen drin oder im Glasl und so kommen die. Ja. Jetzt werden sie einer wahnsinnig schwer, wenn sie auseinanderfallen, sind sie alle kaputt. Also was machen wir? Wir nehmen eine Schüssel mit kaltem Wasser, deren sie rein und deren die Blätter jetzt einmal, oh, dann gehen die so schön auseinander, so ein bisschen auseinanderrupfen, würde ich sagen. Also vorsichtig natürlich. Gell. Dann nimmt man ein bisschen Salzwasser und kocht die Blätter vielleicht eine Minute. Dann werden die schön weich und dann schreckt man es wieder ab in kaltem Wasser. Und so schauen die aus. Schauen Sie, da haben wir jetzt gleich mal ein bisschen andere Farbe hier. Und die können Sie jetzt so rupfen und wunderbar essen. Jetzt muss ich natürlich eine Füllung machen. Also müssen tue ich nicht, aber jetzt mache ich natürlich gerne eine Füllung. Da habe ich jetzt ein bisschen Rindfleisch. Wenn Sie Lammfan sind, nehmen Sie natürlich ein bisschen Lamm her. Zwiebeln rein, da, alles Mögliche, gell? Das ist mir jetzt dann wurscht. Das lasse ich jetzt ein bisschen angehen. Und da habe ich jetzt einen Reis, den muss ich jetzt waschen ein bisschen. Sagen wir mal, die Stärke rauswaschen. So, her da. Können Sie natürlich auch im Wasser machen, dass Sie so eine Schüssel Wasser nehmen und den richtig schön waschen. Da kommt die Stärke ein bisschen raus. Erstens weiß man nie, ist er sauber, so ist er halt schön sauber. Man sieht es jetzt hier da. Also, so gehört das gemacht. Und da sieht man dieses milchige Wasser, das ist die Stärke. Die muss raus. Nicht zu stark anschwitzen, das passt. Es geht da rüber, weil das ja nicht an ist. Jetzt kommt der rohe Reis dazu. Ja, jetzt schon. Jetzt kommen wir es gleich würzen. Ich gebe jetzt ein bisschen Chili-Salz hin. Und hier habe ich eine Gewürzmischung, die heißt Baharat. Sie können genauso gut Ras el Hanout oder Harissa dazugeben. Aber da ist drin ein Knoblauch, ein Kardamom, etwas Paprika, Kreuzkümmel, dann natürlich schwarzer Pfeffer, Koriander, Nelke, Muskat und Zimt. Das macht eigentlich den entscheidenden Geschmack aus. Wissen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne italienisch haben, dann werden Sie halt ein bisschen Rosmarin rein oder ein bisschen Knoblauch und Zitronenabrieb. Und wenn Sie es jetzt so ein bisschen orientalisch machen, dann können natürlich auch so Gewürzmischungen rein, wie Baharat, Berbere oder eben Harissa. Gut, das gefällt mir ganz gut. Also probieren tue ich es nicht, weil der Reis ja roh ist. Jetzt sieht man, dass das schön bröselig ist da drin. Das macht jetzt schon mal richtig Spaß. Und ganz leicht angebraten, also das schmeckt schon mal. Und hier habe ich jetzt mein Weinblatt. Und da kommt jetzt, ich habe jetzt ein bisschen sorgfältig mir hinlegen lassen, so ist es nämlich, ja. Damit die Vorküche auch einmal zur Wirkung kommt, weil die richten ja wirklich super her. Da müssen Sie schon mal ein Kompliment machen. Nicht nur den Kameraleuten, die ein gutes Bild machen, sondern auch einmal der Vorküche Dankeschön sagen, dass ich da herum oder da vorne ein bisschen leichter habe. Also, das liegt jetzt da. Und jetzt muss ich Ihnen noch was sagen. Damit Sie auch Weinblatt-Fan werden, ist der Schlüssel eigentlich, das mit dem kalten Wasser auseinander tun und dann in Salzwasser ganz leicht blanchieren und wieder kalt machen. Und dann ist das Weinblatt neutral, es ist nicht mehr so sauer, so komisch, wo es halt eigentlich ist. Und dann macht es einen richtig Spaß. Und das kann man auch für was anderes hernehmen, gell? Da jetzt nicht so dick das machen, sondern nur so ganz leicht. Ein bisschen Fleisch noch dazu. Und jetzt wie halt eine Roulade, gell? Auf der Seite da ein bisschen reingehen.
links und rechts und dann schön, nicht zu eng, aber schön zusammenrollen. Die haben wir noch mehr ans Füllen. Also eins muss man den Leuten schon sagen, im Orient, die haben schon eine sehr raffinierte Küche. Und man darf nicht vergessen, dass die Leute ja immer nur einen Topf gehabt haben. Die haben ja nicht da 25 verschiedene Herdplatten gehabt wie mir und das da und das Hanfal da und das Pantel da. Sondern was die oft aus einem Topf gezaubert haben, sei es die Tai Chi oder der Wok oder was auch immer, das ist schon klasse. Jetzt das nächste Weinblatt noch. Das riecht natürlich auch gut, weil das Gewürz, das duftet und das sollte man ein bisschen warm machen, ein bisschen anschwitzen. Dann aromatisiert es auch den Reis gleich ein bisschen und schon ist dieses einfache Gericht, wo man sagt, nur Rindfleisch oder eben Lamm mit dem Reis, hat schon mal einen guten Geschmack. So, reinschlagen, dass sich der Reis nicht davor läuft. Und jetzt einfach ein bisschen zusammendrehen. Nicht wurzeln, sondern zusammendrehen. Die älteren Bayern werden sagen, Wurzeln, der hat noch das Wurst. Oder wenn man sagt, du Lump, gell? Du bist der richtige Lump. Sagt man halt leider auch nicht mehr. Jetzt sehe ich da das Däpferl, wo unten ein Weinblatt drin ist. Das hat den Grund, denn wenn wir jetzt eine Flüssigkeit aufgießen, weil die Flüssigkeit braucht man, und zwar mehr Flüssigkeit, weil der Reis ja roh ist, also nimmt der Flüssigkeit auf. Und damit sie das nicht anlegt da unten, habe ich jetzt ein Weinblatt drunter gelegt. Passt natürlich gut dazu. Wenn Sie sagen, nein, ich möchte unbedingt mein Backpapier reinlegen, legen Sie Ihr Backpapier rein. Aber wie gesagt, das tut es auch leicht. Kommt es noch rein? Da, hier. Und da habe ich auch noch ein Platzerl. Halt auf. Gut, jetzt die Gewürze, weil der Fond muss ja schmecken. Also es ist wirklich, Sie werden begeistert sein, wenn Sie es zum ersten Mal probieren, wie gut so ein einfaches Gericht ist. Jetzt muss ich den Sud natürlich gut abschmecken mit einer Zitronenschale. Die im Orient drucken aber gern Zitrone rein, hat den Grund, bis vor 100 Jahren gab es keinen Kühlschrank, immer haltbar machen. Es geht immer sauer, Säure und so weiter. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Deswegen arbeite ich lieber mit der Schale, die ist fruchtiger und die ist geschmackiger. Kardamom brauchen Sie auch nicht sparen, ist zwar das drittteuerste Gewürz der Welt, aber trotzdem gibt es so einen frischen Geschmack hier. Dann natürlich den Knoblauch. Und da ist es jetzt so, wenn ich das rein tue, dann kann ich das andere alles vergessen. Denn ich brauche im Grunde nur zwei Zacken. Vom Sternanis. Das reicht überall, der ist so kräftig im Geschmack. Deswegen hat der liebe Gott das gut gemacht, dass er gesagt hat, wenn er schon so stark ist, dann mache ich so Zacken hin und dann tue ich halt eine oder zwei rein und dann schmeckt es. Lorbeerblättel, da brauchen Sie nicht sparen, ist auch was Gutes. Und ich kann Ihnen nur sagen, eine Scheibe Ingwer gehört da wirklich rein. Rein damit. Und die auch noch. Jetzt gebe ich es da her. Und gieße es langsam an. Nicht jetzt drauf platschen, dann reißt er alles auf. Sondern jetzt ein bisschen angießen. Jetzt sieht man schon, aha, jetzt bewegt sich das Blättel. Und jetzt geben wir praktisch das Teller drauf. Und gießen die restliche Flüssigkeit drüber. Warum mache ich das? Sonst gehen die Weinblätter auf. Öffnen sich vielleicht und der ganze Reis und das Fleisch liegt da drin und das wollen wir ja nicht. Und das lassen wir jetzt so 25 Minuten vor sich hin simmern. Also manche geben jetzt auch noch einen Topf drauf und dann kannst du ja kleiner sitzen. Das mache ich nicht, weil die Wein, sagen wir mal, das Teller ist schwer genug und es hält ganz locker die Weinblätter nach unten. Ja gut, 25 Minuten, auf geht's. 25 Minuten sind jetzt um. Da ist jetzt natürlich noch ein bisschen ein Brühe drin. Das macht nichts. Der Reis ist mit Sicherheit gar. Und jetzt mache ich mal zum Eintippen einen Joghurt. Und zwar einen Limettenkräuterjoghurt. Ich habe hier mal Limettenschale. Und weißt du, schön, es gibt jetzt ein bisschen Orange. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie sagen zu Hause, ich habe heute einen Limetten Orangenjoghurt gemacht. Also, und die, wo hast denn du den herkauft? He? Gibt's den schon? Nein. Das ist ein eigenes Rezept. So schaut's aus. Basilikum. Poblattl.
Dill ist eigentlich immer ein wunderbares Gewürz. Da gibt es eine Rezeptur, die ist 4000 Jahre alt von den alten Ägyptern. Und es ist Nilfisch mit Linsen und Dill. Da sieht man mal, dass die Burschen früher auch schon für die Verdauung was gemacht haben. Gell? Halt, eine Minze darf man auch nicht tun. Wenn Sie das noch nie ausprobiert haben, Minze nicht zu viel nehmen. So ein bisschen was, es gibt ja eine ganz raffinierte Frische. Und jetzt ist ein bisschen zusammen. Also wir in Bayern sagen zusammenwägeln. Sie können sagen, bitte schön zusammenfalten dann. Ja. Und das Messer immer nicht so, weil dann ist der Fingernagel weg, immer vom Körper weg. Sollten Sie noch einen Führungsfinger haben, dann lernen Sie es da auch, lehnen sich das Messer an und schneiden das so schräg runter. Dann einmal drehen. Dann machen wir es nochmal quer, damit das schöne kleine Würfel ergibt. Ja, ja, ja. Zack, zack. Komm her. Sauber abgestriffen. Jetzt etwas Chilisalz rein. Gut, Prise Zucker. Machen wir immer so, dass wir da einen Zuckerwürfel reinlegen, damit der Koch weiß, aha, das ist Zucker. Und wenn Sie den Koch nicht wollen, dann machen Sie es so. Und dann wird er sich anschauen bei der nächsten Rezeptur, wie die ausschaut. Ich meine, das ist das Zucker, da weiß er so jetzt ab. Nehme ich den da her. Kann man es ja ein bisschen verdünnen. Das ist ein bisschen zäh. Also eigentlich sollen so Dipsoßen immer so sein. Wenn sie umrühren, dann sollen sie das Gefühl haben, da kommen sie leicht durch. Können sie auch ein bisschen, meinetwegen, Kokosmilch nehmen, eine Mandelmilch da reingeben. Aber so mit einer Brühe bleibt es halt neutral und ich kann den Charakter von dem Joghurt voll erhalten. Konsistenz passt gleich wieder. Er emulgiert schon wieder, er glänzt schon wieder. Sieht man da wunderbar. Zuerst ist er matt und kaum hat er die Bindung wieder, dann glänzt er. So mal darüber. Jetzt kommt eine Mischung drauf. Das gebe ich dann auf die Weinblätter, auf die gefüllten Weinblätter drauf. Die heißt Duca. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Momentan ist der Hype in Amerika. Die brauchen ein bisschen länger. Und dann kommt es zu uns rüber. Das dauert dann noch länger. Eigentlich gibt es schon 4000 Jahre. Macht nichts. Ich habe mich entschieden für Mandeln, Sonnenblumenkerne, etwas Salz ist drin, heller und dunkler Sesam. Warum? Sie können auch Haselnüsse reingeben, also ich kann ja Pinienkerne reingeben, aber ich sage genau eins, die ranzeln sehr schnell und da sind sie sehr enttäuscht. Wenn sie jetzt sagen, ich mache es nur heute, dann würde ich jetzt ein Pfandl herstellen, dann rösten sie das ohne Fett an. Wollen sie es länger halten, dann bitte nicht anrösten, weil sonst gehen die ätherischen Öle nach oben und dann ist es innerhalb von einer Woche ist es ranzig. Also, ein bisschen Mandel, Sonnenblumenkerne, Sesam hell. Den gibt es übrigens schon geröstet zu kaufen, der ist okay. Und das ist der dunkle, auch ein Löffel. Dann ein bisschen Salz rein. Was man auch machen kann, ist ein paar Chiliflocken, das haben wir von der Farbe her schöner. So, und das ist jetzt eine ganz neutrale Mischung. Und jetzt könnten Sie eigentlich mit diesem Duca in jedes Land gehen. Ich habe jetzt erst Baharat in meine Füllung reingegeben. Und da gebe ich jetzt auch noch ein ganz bisschen Baharat dazu, nicht so viel. So ein bisschen. Und das verrühre ich jetzt. Dann haben Sie einen wunderbaren, raffinierten Geschmack. Und das werden Sie in eine Dose rein oder in ein Glasal zuschrauben, können Sie dann ein, zwei Monate aufbehalten, aufbewahren sozusagen. Jetzt probieren wir das. Ich möchte nicht sagen, es geht nicht besser. Aber schlecht ist es nicht. Und jetzt können wir auch schon anrichten. Nochmal einen, weil er so gut ist. So. So. Und so rüber. Tja. Da schon. Und etwas von unserer Duca-Mischung. Da oben drüber. Und jetzt diese geschmackigen Weinblätter mit diesem wunderbaren, fruchtigen Joghurt. Probieren Sie es aus, Sie werden begeistert sein.